in-house leiten im Bezirk Korneuburg in Niederösterreich, kommt es am Sonntag zu einem folgenschweren Unfall. Eine Mutter, eine 39-jährige Frau, ist mit einem E-Fahrrad unterwegs, ein E-Moped, das rechtlich als E-Fahrrad gilt, und hat einen Anhänger dabei, einen mehrspurigen, und in diesem sitzen ihre beiden Töchter, ein einjähriges Mädchen und ein vierjähriges Mädchen, und dann kollidiert ein PKW mit diesem Gefährt, und der Aufprall ist so wuchtig und so stark, dass dieses Gefährt 15 Meter in ein anliegendes Acker geschleudert wird und Teile von diesem Anhänger zerstört werden, und die beiden Mädchen sterben infolge des Unfalls, die Einjährige sofort am Unfallort und die Vierjährige dann im Krankenhaus. Sie wird noch reanimiert und dann erliegt sie aber der Schwere ihrer Verletzungen. Und jetzt sind viele Fragen offen, nämlich es stellt sich heraus, dass die beiden Mädchen keinen Helm getragen haben in diesem Anhänger, und auch, dass die Lichtverhältnisse um 20.50 Uhr, nachdem die Sonne schon eine halbe Stunde untergegangen war, nicht die besten waren. Und da muss die Polizei jetzt herausfinden, ob dieses E-Bike, ob dieses E-Fahrrad ausreichend beleuchtet war, ob nicht womöglich der Anhänger das Rücklicht dieses E-Mopeds verdeckt hat und ob der Anhänger überhaupt ausreichend mit Reflektoren ausgestattet war. Das ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen, aber der Fall ist besonders tragisch, weil womöglich der 60-jährige Autofahrer nicht alle Möglichkeiten hatte, dieses E-Bike mit dem Anhänger zu sehen. Es ist auf jeden Fall ein sehr tragischer Unfall, und jetzt stellen sich natürlich auch rechtliche Fragen zu diesem Unfall. Die Polizei ermittelt in diese Richtung. E-Fahrräder erfreuen sich ja immer höherer Beliebtheit in Österreich. Im Jahr 2018 sind 150.000 E-Bikes über den Ladentisch gegangen. Es gibt schon 600.000 E-Bikes in Privatbesitz und auf Österreichs Straßen. Und im Jahr 2018 gab es 17 Todesfälle mit E-Fahrrädern. Für das Jahr 2019 liegen noch keine genaueren Zahlen vor. Aber von den 17 Todesfällen im Jahr 2018 sind gleich 13 dieser Todesfälle durch eigenes Verschulden verursacht worden. Das heißt, hier ist man auch am Zug, hier in der Prophylaxe zu arbeiten, um mit den E-Fahrrädern wirklich sicher auf den Straßen fahren zu können, braucht es vielleicht Kurse. Die E-Fahrräder werden auch vornehmlich von älteren Personen gerne gefahren, und die sind oftmals mit den Geschwindigkeiten überfordert. Da gilt auf jeden Fall, hier etwas zu tun und nachzuschärfen. Natürlich kann man die beiden Mädchen hier nicht mehr zum Leben erwecken. Desto tragischer ist ja dieser Fall, und jetzt muss alles da genau in diese Richtung geklärt werden, was eben die Beleuchtung angeht, was auch die Schutzhelme angeht und auch ob die 39-jährige Frau auf dieser Landstraße so mit diesem Gefährt fahren hat dürfen. All das wird die Polizei herausfinden.